schlimmst. Jetzt. Also sie filmt jetzt auch und so, ne? Also ich muss mich erst mal auskennen und ich lese jetzt hier vor. Aus, immer wieder ist nicht genug, den neuen Scheiß. Ich muss es erst mal finden, weil die hat hier so einen Verhau auf dem Kindle, weißt du schon. Sie, ja, die Kera Young. Also, Tristan und mir sind seit einem Jahr verheiratet. Haben so diesen ganz normalen Alltagsstress, den man halt so hat in der Ehe. Und Tristan arbeitet noch für Luca, Mia hat ein bisschen was dagegen. Und der ist jetzt in Italien und die hatten total Stress. Und er hat sich jetzt erstmal kurzzeitig abgesetzt zu Luca. Und ich lese jetzt da einfach mal vor. Ja. Ja, nein, spannend natürlich. Achso. Das ist unser Hugo, Mann. Was sagst du? Das ist der Gute. Was? Das ist der Hugo. Kann ich jetzt schon? Ja, achso, okay, ich fange jetzt an. Also. Habe ich ein Doppelkind? Nein, alles safe. Verzeihung. Kein Doppelkind. Nein. Die Frauen, die sind immer eitel. Also, wenn ich schon mal hier in Italien war, konnte ich gleich Lukas neuen Wein probieren. Das meinte er zumindest. Und so war es bereits dunkel und ich etwas angetrunken, als ich hoch in mein Zimmer torkelte. Michelle, meine Assistentin, hatte sich davor schon entschuldigt. Deswegen war ich ziemlich verwirrt, als ich es betrat. Und sie... Annika, du hältst dir die Ohren zu, wenn ich böse Worte sage. Die Ohren stöpsel rein. Ja. Gut. Okay. Und sie in nuckelroter Unterwäsche auf mein Bett lag, seitlich lasziv lächelnd und mit der Hand auf ihrer Hüfte. Verdammte Scheiße. Jetzt musste ich sie feuern. Konnte sie sich verdammt nochmal nicht beherrschen? Was soll der Scheiß? Fragte ich, während ich eintrat, mir die Schuhe auszog und erstmal ins angrenzende Bad ging, um zu pinkeln. Was denkst du wohl? Als ich von hinten plötzlich zwei Arme um meinen Bauch schlangen und ihre aufgepumpten Titten... Okay, sich in meinen Rücken bohrten, schrie ich auf wie ein Mädchen und pinkelte fast daneben. Okay, nein, ich sag einfach Schimpfworte, okay? Gut, also, geht's noch, brüllte ich, packte ihn ein und wirbelte zu ihr herum. Ich weiß ganz genau, dass du es auch willst. Glaubst du, ich bemerke nicht, wie du mich ansiehst? Hauchte sie und strich mit ihrem rot lackierten Monsterfingernägeln über ihr Dekolleté. Klar schaue ich dich an, das geht ja wohl zum verdammten Fuck auch gar nicht anders, wenn du mitten vor meiner Nase stehst und mir deine Titten ins Gesicht streckst, meinte ich irritiert und wollte mich an ihr vorbeischieben. Doch das Weib war anscheinend Superwoman und besaß kosmische Kräfte, denn mit einem Mal packte sie mich am Hemd und drückte mich gegen die Wand. Im nächsten Moment presste sich ihr Unterwäschekörper gegen meinen. Hör auf mit den Spielchen, ich weiß, dass sie dir nicht genug ist, dass sie dir nicht das geben kann, was so ein Mann wie du wirklich braucht. Was willst du auch mit so einem Mauerblümchen? Ja, ihre Kommentare waren immer lustig beim Lektorieren daneben. Schlampe. Arschloch. Du brauchst jemanden, der in deiner Liga spielt. Weiter kam sie nicht, denn ich hatte sie bereits an den Haaren gepackt und herumgewirbelt. Sie wurde mit dem Gesicht an die Wand gepresst und keuchte auf, als ich von hinten an sie herantrat und in ihr Ohr hauchte. Oh, meine Liebe, genau das ist dein Problem. Du denkst nur, weil du geil aussiehst, dass du überhaupt in einer Liga spielst. Aber ich sage dir jetzt mal eins. Sie hat es nicht nötig, mir ihre Titten entgegenzustrecken. Sie hat es nicht nötig, mich mit teurer Kleidung zu reizen, mit Plastikhaaren und einer aufgekleisterten Maske im Gesicht, denn ich liebe sie, genauso wie sie ist. Offen, rein und ehrlich. Eigenschaften, die du niemals besitzen wirst und es auch nicht versuchen solltest vorzuspielen, denn ich erkenne deinen wahren Charakter und wie hässlich du wirklich bist. Sofort, Baby. Somit drückte ich von der völlig erfrorenen Frau ab und sie wirbelte mit Tränen in den Augen zu mir herum. Ich ignorierte ihren vorwurfsvollen, völlig empörten und wütenden Blick und schlenderte in mein Schlafzimmer. Und ach ja, du bist natürlich gefeuert, verkündete ich noch und fing an, mich auszuziehen. Ich hörte es noch aufschniefen, dann die Tür knallen und ich war allein. Endlich. Boah, ist mich auch so heiß. Nur in Shorts ließ ich mich auf mein Bett fallen und legte den Arm über meine Augen. Einige Sekunden atmete ich einfach nur tief ein und aus. Dann vibrierte mit einem Mal mein Handy auf dem Nachtkasten. Wer störte denn jetzt schon wieder, verfickte Scheiße?
Stirnrunzelnd nahm ich es und sah, dass ich ein Bild erhalten hatte. Von mir! Endlich! Ein Lebenszeichen! Wahrscheinlich würde sie auf meine Entschuldigungsnachrichten eingehen und sich auch entschuldigen und klein beigeben, wie das so ihre Art war. Und dann würde ich sie anrufen und Telefonsex mit ihr haben, der sie vom Hocker reißen würde. Aber ich lag falsch. Als ich das Foto öffnete, merkte ich langsam aber sicher, wie das Blut aus meinem Gesicht wich. Denn da war nur ihre Hand. Und in dieser Hand lag ein rosa Vibrator. Ein Vibrator in der Hand von meinem Mädchen. Vibratoren benutzt nur Frauen, die es von ihrem echten Schwanz nicht ordentlich besorgt bekommen. Der Penner in meiner Hose verfiel sofort in hysterisches Kreischen, als wir es sahen. Und dazu auch noch der Text. Da du ja neuerdings einfach auf Geschäftsreise verschwindest, habe ich mir einen neuen Ficker besorgt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Wünsche dir noch einen schönen Abend, Baby. Und dann war da noch ein beschissener Knutsch-Smiley. Das durfte doch nicht wahr sein. Ich starrte das Bild wahrscheinlich stundenlang sprachlos an und fühlte, wie mir die beschissenen Tränen kamen. Der Penner in meiner Hose machte währenddessen bereits einen auf Charlie Brown und heulte aus vollem Halse. Er konnte sich gar nicht mehr beruhigen und schluchzte völlig theatralisch, warf seine Händchen vor seine Augen, drehte sich um, lief in sein Zimmer und sperrte sich dort ein. Mit bebenden Fingern und völlig abwesend wählte ich ihre Nummer. Ich wusste nicht, was ich tun oder sagen sollte. Aber ich musste irgendwas tun und sagen, um dieses Desaster aufzuhalten. Denn genau das war es, ein fucking Desaster. Ich fühlte mich zutiefst in meiner Ficker-Ehre gekränkt. Ja, bitte, ging sie genau in dem Moment mit lieblicher Stimme ran, während es bei mir an der Tür klopfte. Leg das Teil sofort weg! Brüllte ich los und sie lachte aus vollem Halse. Ich stand auf und ging zur Tür. Mit dem Handy am Ohr und riss sie mit einem genervten Was auf. Vor mir standen zwei Italienerinnen. Sie waren Zwillinge und kümmerten sich um die Villa Cavalli. Sie trugen knappe Dienstmädchen-Outfits und hatten eine Flasche Wein dabei. Außerdem waren sie sexy wie die Hölle. Mr. Wrangler, hauchte die eine mit italienischem Akzent. Wir haben schon viele von Ihnen gehört und wollten fragen, ob wir Ihr Zimmer... Nein, danke! Mit diesen Zwischen knallte ich Ihnen die Tür vor der Nase zu. Dann konzentrierte ich mich wieder auf das Telefonat und raufte mir verzweifelt die Haare, während ich mich mit dem Rücken gegen die Tür lehnte. Mann, Mia, es tut mir leid, okay? Wir sind doch erst seit einem Jahr verheiratet. Ich bin sowas wie Jungfrau in dieser Hinsicht. Und dazu noch ein Idiot. Du musst sanft zu mir sein und mir meine Dämlichkeit verzeihen. Alles, was ich tue oder eben nicht tue, tue ich nicht mit Absicht oder um dich zu verletzen. Ich tue es, weil meine Liebe zu dir mich wahnsinnig macht. Nun, Tristan, ich war auch noch nie verheiratet, meinte sie nur knapp und stöhnte da leise. Was tust du? Fragte ich und raufte mir fester die Haare. Die schlimmsten Horrorvisionen fluteten sofort meinen Geist. Bleib mit dem Teil bloß von meiner Pussy fern, Mia Marina. Ich warne dich, leg ihn weg. Sonst was? Fragte sie und ich hörte es leise plätschern. Bist du in der Badewanne? Nein. Ich probiere den Whirlpool aus, den du gekauft hast. Sie stöhnte erneut. Oh Gott, ist das gut. Mein Lied fing langsam an zu zucken und der Penner in meiner Hose erhob sich bei der Vorstellung davon, wie sie nackt in dem blubbernden Nass lag und vor allem wegen ihren Tönen, die sie von sich gab. Er hörte sogar auf zu heulen. Oh Tristan, der Whirlpool war so eine gute Idee. Das war so eine gute Idee. Was, zischte ich dem Wahnsinn ein. Nein, den Whirlpool zu kaufen, du Dödel. Warte, ich schicke dir ein Foto. Ich ließ mich auf den Rücken aufs Bett fallen und öffnete es. Dann stöhnte auch ich, ziemlich verzweifelt. Fuck Mia. Sie hatte mir ein Foto ihres wunderschönen Beins geschickt, wie es aus dem Wasser ragte, zusammen mit diesen fünf kleinen Zehen, an denen ich lutschen wollte. Und das habe ich geschrieben, obwohl ich Füße hasse. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte irgendwie klarzukommen, auch wenn mich mein Ständer fast umbrachte. Okay, sie hat wirklich was in den Ohren. Ja, Tristan, hauchte sie mit ihrer absoluten Verführerstimme, der ich machtlos ausgeliefert war. Du hörst dich so hoch an, hast du gerade einen Stimmbruch? Was ist denn? Leck mich, Baby. Oh, das würde ich sehr gerne. Du weißt schon, so wie du es gern magst. Gequält schloss ich die Lider und rieb mir mit einer Hand übers Gesicht. Ich hatte diese Folter verdient. Willst du noch ein Foto, mein Schatz? Fragte sie zuckersüß, ich konnte nur knurren. Sie kicherte leise und kurz darauf trudelte ein Foto von ihrem Nippel ein. Verfickte Scheiße, ihr Nippel. Den Nippel, an dem ich jetzt aussaugen wollte, verdammt. Ich gab ein Grunzen von mir. Langsam fing es an weh zu tun und ich drohte am Blutstau zu verrecken. Kurz überlegte ich, wie lange es dauern würde, wenn ich mich jetzt in ein Auto setzte und zu ihr raste. Aber bis dahin wäre ich schon längst tot. Elendig am Blutverlust im Hirn verreckt. Das hatte ich alles nur ihr zu verdanken.
Weißt du, Baby, ich wollte dir einfach mal zeigen, dass du gerne der alte Tristan sein kannst, aber dass du dann auch mit einer neuen Mia rechnen musst, meinte sie plötzlich ernst und überhaupt nicht mehr verführerisch. Und ich weiß, dass du mich jetzt willst, dass du meine Haare festhalten, deine Lippen auf meine und in mich stoßen willst, aber du bist nicht hier und Mr. V, mein neuer bester Freund, ist es. Also werde ich mich jetzt mit diesem vergnügen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ach, und PS, ich hoffe, es passt, wie ich deine Kleidung eingepackt habe. Bye, Baby. Und somit legte dieses kleine, heiße, absolut erregende Miststück einfach auf. Doch dieser Kleidungssatz machte mich wirklich stutzig. Eine ganz böse Vorahnung beschlich mich und ich betete tatsächlich den Scheißer da oben an, während ich meinen Koffer auf mein Bett hiefte und ihn mit ein bisschen bebenden Fingern öffnete. Auf den ersten Blick sah alles so aus, wie ich es mochte. Akkurate Häufchen meiner beliebtesten Kleidungsstücke. Zum Beispiel mein schwarzer Rollkragenpullover, den ich rausholte und mir erstmal der Mund aufklappte. What the fuck? Ich besah von beiden Seiten die zwei Löcher auf Brusthöhe, dann schmiss ich ihn weg, packte mir ein T-Shirt. Auch hier war ein Loch reingeschnitten und es hatte die Form eines Fickers. Verfickte Scheiße, das hatte sie nicht getan. Wie ein Verrückter holte ich jetzt jedes einzelne Kleidungsstück heraus und jedes einzelne war eines meiner Lieblinge und getötet. Total getötet. Wie ein Fisch auf dem Trockenen schnappte ich nach Luft, versuchte zu realisieren, was sie gewagt hatte. Dann ballte ich meine Hand mit meiner Lieblingsficker-Jeans zur Faust und verengte die Augen. Sie wollte Krieg, Fick-Krieg, richtig blutrünstig und todmachend, den konnte sie haben.